So, willkommen zu einer neuen Folge. Keine Ahnung, was das ist. Eigentlich ist das Teil des Vlogs, aber ich werde es jetzt extra machen, als wir unterwegs sind hier mit Fladdy, Mannsaulwurf, Baturin, Rucksack. Hier haben wir nämlich eine richtig fette, heftige Packung von Nobel Super Lemon. Keine Ahnung, sieht aus wie eine Gummipuppe. Oh, juicy! Nobel New Release. Das sind irgendwelche, dieser Comic-Look gefällt mir eigentlich richtig gut. Ihr steckt euch das in die Schnauze und dann guckt ihr so und oh, juicy! Also, es ist alles japanisch. Da stand eigentlich im Internet Japanese Extreme Super Sour Lemon. Und deswegen habe ich gedacht, wollen wir das jetzt mal testen, was das ist? Würde sagen, Flatti, nimm dir mal eins raus, mach dir mal eins auf, probier das mal. Die sind halt extra nochmal eingepackt. Dir gebe ich schon mal eins, dass ihr schon mal auspacken könnt. Dir gebe ich schon mal eins, dass ihr schon mal auspacken könnt. So ungefähr. Und ich werde eure Reaktion dann gleich mal abfilmen, wie Alter, gesagt. Was ist denn zugeschweißt, ey? Es sieht auf jeden Fall sehr schmierig aus. Das ist bloß die Folie. Ja, okay, dann ist alles gut. Das sieht aus wie die Erde im Mini-Format. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt kaut oder ob man das lutscht oder das wie auch lutschen, immer. Oder? Sieht so aus, ja. So zum Lutschen. Vladi, willst du anfangen und dir das fix reinwerfen und mir deine Reaktion zeigen? Ist das sauer? Ist das nicht sauer? Schmeckt oh ja, es ist sauer. Es ist extrem super sauer. Mhm. So sauer, dass es schon fast bitter ist. Ah, du siehst aber gut aus dabei, muss ich sagen. Also Knecht Ruprecht lässt grüßen. Ja. So. Wenn sie noch was tut, wir sind bei dir. So, ich bin der Nächste. Hans. Ja, besser zur Strömung, ne? Ja, das ist aber sehr schön. Also, da zieht sich noch nichts. Jetzt wird es gelacht. Gelächter. Sauer macht lustig. Sauer macht lustig. Ah, hier, er ist schon übelst drauf. Er hat es noch nicht mal gegessen. Nee, aber ist es jetzt ultra extrem oder kann man essen? Ich meine, das kann man essen. Das geht voll klar. Die Zitronensaft-Challenge, die war heftiger gewesen. Ja. Gibt ja auch die Senderschock, die finden manche schon übelst heftig, deswegen. Das geht aber weg nach kurzer Zeit, das dauert. Ja, jetzt ist es schon süßlich. Mhm. Ah, it's juicy! Oh, juicy! Und eine Turin. Möchtest du auch deins? Ja, es passiert jetzt. Es passiert. Der Mann ohne Emotion ist back in town. Ja, es ist irgendwie sauer jetzt gerade. Schmeckt irgendwie wie dieser Zitronen-Billig-Eistee. Kennt ihr die? Ja. Die ist so nur noch saurer irgendwie. Wir hatten ja früher nichts. Außer den Eistee. Also dieses Extrem, Japanese Extrem Super Sauer, ist irgendwie total fehlleitend. Man müsste einfach saftige Zitronenbonbons hinschreiben. Das würde wahrscheinlich eher passen. Klar. Willst du nicht deine Dame da vielleicht doch eine Packung mitnehmen, wenn die gar nicht so heftig sie sauer sind? Ach so, hat sie schon. Hey, Moment. Jetzt möchte ich mir nämlich mal ins Reintun. Raustun. Und ich finde das so genial. Da stand dort im Internet beim Bestellen ein Stück 2,99. Jetzt habe ich gedacht, ein Bonbon kostet 2,99. Deswegen habe ich gleich dreimal bestellt. Aber ein Stück war eine Packung. Jetzt habe ich drei Packungen von diesen Extrem, Japanese Extrem Super Sauer, Nobel Super Lemon New Release, Oh Juicy Candy. Also ist auf jeden Fall ein sehr Name, der auffällt. Wir haben jetzt auch so ein kleines Kügelchen. Wir werden das jetzt mal probieren. Jetzt habe ich auch noch drauf gebissen und da hat übelst geknackt. Außen zitronig. Ja, das Säuerliche ist ja ultra schnell weg. Da finde ich Senderschock trotzdem viel, viel schlimmer. Vor allem, wenn die schon 10 Jahre alt sind. Das ist übrigens auch schon abgelaufen seit einem halben Jahr. Aber das weiß ja keiner. Ja. Ich muss sagen, echt ein gutes Bonbon. Das sag ich mir heute erstmal von mir. Außen ein kleines bisschen Säure, was aber nicht zu aufdringlich ist, nicht zu krass, auch direkt dann wieder weggeht, es ins Süßliche geht und ihr schön ein Bonbon zu lutschen habt, was übelst schön fruchtig ist. Also
Jetzt verstehe ich auch die Gesichter da drauf immer zu. Oh juicy, oh juicy. Ich weiß nicht, ob da in der Mitte noch was ist, wenn man das jetzt aufbeißt. Warte, ich probier's mal. Hier steht nämlich, warte mal, außen Lemon Taste Powder, also Puder, ne? Deswegen ist er so schnell weg. Dann das zweite, Mild Lemon Candy, also milde Zitrone. Und innen drin Super Lemon Candy. Deswegen habe ich irgendwie, müsste das trotzdem drei Phasen haben, wenn wir das Puder abgesaugt haben. Nur beim Bonbon sind. Habe ich auch mal gemacht. Spoiler, ja. Oh, es nimmt noch mal ein bisschen Geschmack auf. Und vor allem ist das jetzt alles so ein bisschen sandig und bitzelt ein bisschen. Also, ist aber immer noch knusprig, ist immer noch zitronig, ist immer noch süß, ist immer noch lecker, ein bisschen Säure ist auch wieder dabei, also finde ich übelst lecker, keine Ahnung. Jetzt habe ich es nicht bereut, da drei Packungen bestellt zu haben. Eine haben wir jetzt hier, ich glaube, die werde ich Hannes und Iswa auch mal mitnehmen. Eine Packung geht an seine Dame und dann haben wir bestimmt noch eine Packung übrig. Das heißt, ich würde die dritte Packung, die ich zu viel habe, vielleicht an euch verschenken. Schreibt einfach mal Japanese Extreme Super Sour Candy Lemon. Nein, schreibt einfach mal Hashtag Super Lemon. Wenn ihr Bock habt, so einen Beutel zu gewinnen, wird man dann am Montag auflösen, ja? Ich weiß zwar nicht, wann das hier überhaupt hochkommt, aber bei Chill mit Ramses am Montag wird eh mal alles aufgelöst. Also wenn ihr gerne Zitronenbonbons esst und mal so eine tolle Packung haben möchtet, einfach Hashtag Super Lemon. Von Nobel, aber Nobel muss nicht dabei stehen, deswegen können wir mal machen, hau ich raus, finde ich auf jeden Fall gut, denn ich darf nicht so viel Süßes essen. Und jetzt weiter Bier trinken und die Jungs hier nicht alleine sitzen lassen, ne? Wetter ist auch besser geworden. Bis zum nächsten Mal, peace out, Vorhaut, euer Ramses Nobel.